Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute erinnern wir uns an die Vergangenheit und schauen zurück, wie sich die Schauspieler des Films Knight Rider 2000 im Laufe der Jahre verändert haben. Lass uns gehen. Nummer 1. David Hasselhoff. Geboren am 17. Juli 1952, ist dank seiner ikonischen Rolle als Michael Knight in der beliebten TV-Serie Knight Rider eines der bekanntesten Gesichter auf der kleinen Leinwand. Die Originalserie, die von 1982 bis 1986 ausgestrahlt wurde, trug dazu bei, Hasselhoff zum Weltstar zu machen. Im Jahr 2000 kehrte er jedoch zu dieser legendären Rolle im Film Knight Rider 2000 zurück, der als Fortsetzung der Originalserie galt. Im Jahr 2000, als er Michael Knight spielte, war David Hasselhoff 48 Jahre alt und hatte den Höhepunkt seiner Karriere erreicht. Auch wenn er in den 1980er Jahren seine lebhafte Jugendzeit hinter sich hat, behält Hasselhoff Michael Knights starkes, attraktives Auftreten und sein charakteristisches männliches Erscheinungsbild bei. Der Charakter ist weiterhin ein Actionheld mit hervorragenden Fahrfähigkeiten und nimmt es mit allen möglichen Bösewichten auf. Doch Knight Rider 2000 führt ihn in eine futuristische Umgebung, in der die Technologie die Gesellschaft verändert hat und neue Herausforderungen auftauchen. In Knight Rider 2000 spielt die Handlung in einer fernen Zukunft, in der Fahrzeuge mit fortschrittlichen technologischen Fähigkeiten zu einem Schlüsselfaktor für die Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung und Sicherheit werden. Michael Knight kehrt zurück, um die Zusammenarbeit mit Kitty fortzusetzen, dem leistungsstarken Smart-Auto, das er im Original begleitet hat. Das neue Setting und die modernen gesellschaftlichen Themen verleihen jedoch sowohl den Charakteren als auch der Geschichte eine neue Perspektive. Michael Knight sieht sich nicht nur neuen Gefahren gegenüber, sondern muss sich auch auf den Wandel der Zeit einstellen. Obwohl Knight Rider 2000 nicht den durchschlagenden Erfolg wie die Originalserie einfahren konnte, ist die Rolle des Michael Knight nach wie vor ein unverzichtbarer Teil der Karriere von David Hasselhoff. Auch Hasselhoff selbst ist sehr stolz auf diese Figur, denn sie hat ihm geholfen, zu einer Ikone der globalen Populärkultur zu werden, die nicht nur in den USA, sondern auch auf der ganzen Welt beliebt ist, insbesondere in Asien, Europa und Deutschland, wo er eine riesige Fangemeinde hat. Mit 72 Jahren bleibt David Hasselhoff eine kulturelle Ikone mit einer jahrzehntelangen Karriere. Obwohl er die Rolle des Michael Knight längst aufgegeben hat, lebt sein Image als Held am Steuer des berühmten Kit-Autos immer noch in den Herzen der Fans weiter. Hasselhoff ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Sänger, Produzent und in vielen Bereichen einflussreiche Unterhaltungspersönlichkeit. Seine Rolle als Michael Knight katapultierte ihn als eine der Kultfiguren der 80er und 2000er Jahre in die Fernsehgeschichte. Nummer 2. Edward Mulhare, geboren am 8. April 1923 in Cork, Irland, war ein talentierter und vielseitiger Schauspieler, der vor allem für seine Rolle als Devon Miles in der Knight Rider-Filmreihe und ihren Fortsetzungen, darunter auch der Film Knight Rider, bekannt wurde 2000. Dank dieser Rolle ist Mulhare dem weltweiten Publikum ein bekanntes Gesicht geworden, ein intellektueller, ruhiger Charakter, der der Sache stets treu bleibt. Devon Miles ist einer der Hauptcharaktere der Knight Rider-Reihe und Direktor der FLAG-Organisation, Foundation for Law and Government. Er fungiert als Anführer und Unterstützer von Michael Knight, gespielt von David Hasselhoff, bei gefährlichen und komplexen Missionen. Mulhare porträtiert Devon Miles erfolgreich als klugen, höflichen Anführer, der Michael im Kampf gegen die Kriminalität aufschlussreiche Ratschläge und kluge Strategien bietet. Mit seinem eleganten Gentleman-Auftritt und seiner sanften Stimme schuf Mulhare eine sowohl kraftvolle als auch vertrauenswürdige Figur, die den gesamten Geist des Films prägte. Als der Film Knight Rider 2000 im Jahr 2000 in die Kinos kam, hatte seine Rolle immer noch großen Einfluss, obwohl Edward Mulhare 3 Jahre zuvor, am 24. Mai 1997, im Alter von 74 Jahren verstorben war. Seine Abwesenheit bei Knight Rider 2000 erzeugt eine große Lücke, da Devon Miles ein unersetzlicher Charakter ist. Der Film zollt Mulhare Tribut und Respekt und die Rolle von Devon Miles in diesem Film wird emotional erwähnt.
Obwohl er aufgrund seines unglücklichen Todes nicht an Knight Rider 2000 teilnehmen konnte, hinterließ Edward Mulhare ein unvergessliches Erbe in den Herzen der Fans. Die Rolle von Devon Miles ist nicht nur eine wichtige Figur in der Handlung, sondern auch ein Symbol einer Generation intellektueller Helden auf der Leinwand. Mulhare etablierte Devon Miles mit seiner ruhigen und aristokratischen Art als Vorbild für aufrichtige und sozial engagierte Führung. Bevor er als Devon Miles berühmt wurde, hatte Edward Mulhare eine jahrzehntelange Karriere auf der Bühne und auf der Leinwand. Er begann seine Schauspielkarriere in London und am Broadway, wo er vor allem Professor Henry Higgins im Musical My Fair Lady spielte und Rex Harrison sowohl in der Londoner als auch der Broadway-Bühnenversion ersetzte. Mulhares Bühnenkarriere brachte ihm großen Ruhm, bevor er sich dem Fernsehen und dem Film zuwandte, wo er mit seiner Rolle in Knight Rider wirklich glänzte. Edward Mulhare ist nicht nur ein hervorragender Schauspieler, sondern auch eine ehrenwerte Person, die von Kollegen und Publikum bewundert wird. Er hatte ein bemerkenswertes Leben und eine bemerkenswerte Karriere und hinterließ unauslöschliche Spuren in der Populärkultur und in den Herzen derer, die ihn liebten. Auch wenn er verstorben ist, wird das Bild von Edward Mulhare als Devon Miles für immer in den Herzen der Fans weiterleben. Ein Symbol für Gelassenheit, Weisheit und Loyalität in der Knight Rider-Welt. Nummer 3. Carmen Argenziano, geboren am 27. Oktober 1943 in Sharon, Pennsylvania, ist eine erfahrene amerikanische Schauspielerin mit über 200 Rollen in verschiedenen Filmen und Fernsehserien. Er ist für seine vielfältigen Transformationsfähigkeiten bekannt und zeigt sowohl in positiven als auch in negativen Rollen hervorragende Leistungen. Eine seiner bemerkenswertesten Rollen ist die Rolle von Russell Maddock im Film Knight Rider 2000, der im Jahr 2000 veröffentlicht wurde. In Knight Rider 2000 ist Russell Maddock eine neue Figur, die in dem Sonderfilm eingeführt wird, der den Geist fortsetzt der ursprünglichen Knight Rider-Reihe. Maddock ist ein Geschäftsmann und nach Devon Miles, gespielt von Edward Mulhare, auch der Leiter der Organisation FLAG, Foundation for Law and Government. Argenzianos Rolle bringt eine neue Nuance in diese Organisation, da Maddock als jemand mit einem pragmatischen, modernen Ansatz dargestellt wird, dem es manchmal an der Geduld seines Vorgängers Devon Miles mangelt. Russell Maddock, gespielt von Argenziano, ist ein komplexer Charakter, dessen Ziel es ist, die Gerechtigkeit zu schützen, der jedoch stark von Arbeitsdruck und neuen Herausforderungen in der Gesellschaft betroffen ist. Seine Beziehung zu Michael Knight, gespielt von David Hasselhoff, bringt Meinungskonflikte mit sich, insbesondere im Umgang mit Problemen, wenn Michael eine Person mit einem traditionellen Handlungsstil ist und Maddock von der Dringlichkeit der modernen Welt angetrieben wird. Carmen Argenziano erweckte den Charakter von Maddock zu neuem Leben und unterschied ihn von den anderen mächtigen Charakteren der Knight Rider-Reihe. Argencianos schauspielerische Fähigkeiten, kombiniert mit seiner langjährigen Erfahrung in der Branche, ermöglichen es ihm, Maddocks Stärken und Schwächen überzeugend darzustellen und so einen Charakter zu schaffen, der sowohl ehrenhaft als auch etwas empfindlich ist. Zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme an Knight Rider 2000 war Carmen Argenziano 57 Jahre alt und verfügt über langjährige Berufserfahrung. Zuvor trat er in vielen anderen berühmten Werken auf, beispielsweise in Der Pate 2, 1774, Columbo und The Stargate SG-1, wo er für die Rolle des Jacob Carter, Jer Selmack, berühmt wurde. Eine Rolle, die ihm große Popularität einbrachte unter Science-Fiction-Fans. Bedauerlicherweise verstarb Carmen Argenziano am 10. Februar 2019 im Alter von 75 Jahren und hinterließ ein großes Erbe in der Film- und Fernsehbranche. Seine Rolle in Knight Rider 2000 ist nicht nur Teil seiner gewaltigen Schauspielkarriere, sondern auch eines der Zeichen, die sein Talent und sein Engagement für die Kunst unterstreichen. Auch wenn sie verstorben ist, wird Carmen Argenziano wegen ihrer beeindruckenden Rollen und ihrer abwechslungsreichen Karriere für immer in Erinnerung bleiben. Nummer 4.
Eugene Clark, geboren am 3. Dezember 1951 in Kalifornien, USA, ist ein US-amerikanischer Schauspieler und ehemaliger Footballspieler, der für viele Rollen auf der kleinen und großen Leinwand bekannt ist. Eine seiner herausragenden Rollen ist die Rolle des Officer Kurt Miller in der Fernsehsendung Knight Rider 2000, die im Jahr 2000 veröffentlicht wurde. In Knight Rider 2000 spielt Eugene Clark Officer Kurt Miller, eine private Figur, die in der Handlung eine wichtige Rolle spielt. Miller ist ein Polizist, der Michael Knight, gespielt von David Hasselhoff, im Kampf gegen Hightech-Kriminalität begleitet. Mit seiner Erfahrung und seinen beruflichen Fähigkeiten spielt Kurt Miller eine Schlüsselrolle dabei, Michael Knight und dem Kit-Fahrzeug bei der Verfolgung böser Mächte zu helfen. Millers Charakter wird als entschlossener Mensch beschrieben, der sich seiner Arbeit widmet und stets nach Gerechtigkeit strebt. Als Eugene Clark im Jahr 2000 die Rolle übernahm, war er 49 Jahre alt und verfügte über umfangreiche Schauspielerfahrung. Er hat in vielen beliebten Filmen und Fernsehsendungen mitgewirkt, darunter Night Heat, RoboCop und Land of the Dead, wo er einen Zombie-Anführer namens Big Daddy spielte, eine Rolle, die ihm viel Aufmerksamkeit einbrachte, Horrorfilmindustrie. Mit seinem großen Körperbau und seinem starken Auftreten schuf Eugene Clark ein beeindruckendes Bild für Officer Kurt Miller. Eine Figur, der das Publikum vertrauen und mit der es sympathisieren kann. Die Kombination aus Verantwortungsbewusstsein und Kampffähigkeit dieser Figur sorgte für Spannung im Film, da Miller nicht nur ein normaler Polizist, sondern auch ein vertrauenswürdiger Partner für Michael Knight in dem Film war. Derzeit ist Eugene Clark 73 Jahre alt und arbeitet weiterhin in der Unterhaltungsbranche. Obwohl er sich nicht mehr auf dem Höhepunkt seiner Karriere befindet, wie bei seiner Teilnahme an Our Knight Rider 2000, behält er dank seiner vielfältigen und mit Persönlichkeiten gefüllten Rollen im Laufe seiner Karriere immer noch seine Position als geliebter und respektierter Schauspieler. Nummer 5. Mitch Pileggi, geboren am 5. April 1952 in Portland, Oregon, USA, ist ein US-amerikanischer Schauspieler, der für viele Rollen in beliebten Fernsehserien bekannt ist. Eine seiner beeindruckenden Rollen ist die Rolle des Thomas J. Watts im Fernsehfilm Knight Rider 2000, der im Jahr 2000 erschien. Als Mitch Pileggi an diesem Film teilnahm, war er 48 Jahre alt und dem Fernsehpublikum ein bekanntes Gesicht. Vor allem dank seiner Rolle als Walter Skinner in der Science-Fiction-Serie Akte X. In Knight Rider 2000 spielt Mitch Pileggi Thomas J. Watts, den Hauptschurken des Films. Watts ist ein gefährlicher, gerissener und einflussreicher Verbrecher in der zukünftigen Gesellschaft, in der der Film spielt. Er hatte einen großen Plan in der Hand, um Chaos zu verursachen und die soziale Ordnung zu stören. Pileggis Rolle im Film ist kalt und unheimlich und stellt einen harten Gegner für Michael Knight, gespielt von David Hasselhoff, und das Kit-Auto dar. Die Figur des Watts strahlt Gerissenheit und Kraft aus, was Mitch Pileggi dank seiner schauspielerischen Erfahrung besonders hervorbrachte. Als Bösewicht spielt Thomas J. Watts eine zentrale Rolle im Konflikt des Films und trägt dazu bei, das Drama zu steigern und angespannte Konfrontationen zwischen den gegnerischen Seiten zu schaffen. Die Art und Weise, wie Pileggi die Rolle spielte, verlieh der Figur eine besondere Tiefe und Stärke und führte dazu, dass das Publikum einem gefährlichen Feind gegenüberstand, der nicht leicht zu besiegen war. Derzeit, im Alter von 72 Jahren, spielt Mitch Pileggi weiterhin in zahlreichen Film- und Fernsehprojekten mit. Er hinterließ durch unvergessliche Rollen einen tiefen Eindruck in den Herzen der Fans, nicht nur in Knight Rider 2000, sondern auch in vielen anderen Werken, insbesondere in Akte X, wo er weiterhin als Walter Skinner auftrat. Pileggis lange und abwechslungsreiche Karriere zeigt sein bemerkenswertes Talent für die Darstellung von Charakteren mit Tiefe und Komplexität. Nummer 6. Christine Healy, geboren am 13. Juni 1950, ist eine US-amerikanische Schauspielerin mit vielen beeindruckenden Rollen in Fernsehserien und Filmen. Im Jahr 2000, im Alter von 50 Jahren, spielte sie die Kommissarin Ruth Daniels in dem Film Knight Rider 2000,
einer Fortsetzung der berühmten Knight Rider-Reihe aus den 80er Jahren. Als Kommissarin Ruth Daniels spielt Christine Healy eine starke, kraftvolle und einflussreiche Persönlichkeit in der Regierung. Sie ist eine hochrangige Polizeikommissarin, die im futuristischen Setting des Films eine Führungsrolle übernimmt und die Strafverfolgung überwacht. Daniels wird als entscheidungsfreudige Frau mit klaren Ansichten beschrieben, für die die Wahrung von Sicherheit und Ordnung stets an erster Stelle steht. Sie spielt eine Schlüsselrolle bei politischen Entscheidungen und steht auch vor vielen Herausforderungen und Konflikten zwischen Gerechtigkeit und negativen Faktoren in der zukünftigen Gesellschaft. In Knight Rider 2000 brillierte Healy in der Rolle eines verantwortungsvollen Anführers, wurde jedoch immer wieder in Situationen gebracht, in denen er sich schwierigen Konflikten stellen musste. Die Figur der Kommissarin Ruth Daniels stellt das Modell einer starken Frau in der Politik dar. Ein Symbol für Widerstandsfähigkeit und Willen im Rechtssystem, insbesondere im Kontext der komplexen Zukunftswelt, die der Baufilm des Ministeriums darstellt. Auch heute noch, im Alter von 74 Jahren, ist Christine Healy eine angesehene Schauspielerin in der Film- und Fernsehbranche, die nicht nur für Knight Rider 2000 bekannt ist, sondern auch für viele andere Rollen in ihrer jahrzehntelangen Karriere. Die Rolle der Kommissarin Ruth Daniels hinterließ dank ihrer feinfühligen Darstellung und der inneren Stärke, die sie in die Figur einbrachte, einen tiefen Eindruck beim Publikum. Nummer 7. Francis Guinan, geboren am 17. November 1951, ist ein erfahrener amerikanischer Schauspieler mit einer vielfältigen Schauspielkarriere in Fernseh- und Theaterfilmen. Im Jahr 2000, im Alter von 49 Jahren, übernahm er die Rolle des Doktors Jeffrey Glassman im Film Knight Rider 2000, einer Fortsetzung der berühmten Knight Rider-Reihe aus den 80er Jahren. Jeffrey Glassman, Francis Guinan, spielt einen talentierten Wissenschaftler, der an Hightech-Projekten beteiligt ist. Sein Charakter spielt eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Entwicklung und Aufrechterhaltung fortschrittlicher Technologie im futuristischen Setting des Films. Glassman ist der Mann hinter bahnbrechenden Erfindungen und technischen Fortschritten, der zum Kampf gegen Kriminalität und zum Schutz des Friedens in der zukünftigen Gesellschaft beiträgt. Als Wissenschaftsexperte spielt er eine wichtige beratende Rolle für die Hauptfiguren des Films, insbesondere im Hinblick auf die wichtigen technologischen Innovationen, die das KIT-Auto darstellt. Francis Guinans Auftritt als Doktor. Glassman vermittelt ein Bild voller Weisheit und Ruhe, getreu der Persönlichkeit eines gelehrten, aber auch verantwortungsbewussten Wissenschaftlers. Diese Figur trägt dazu bei, die Handlung des Films voranzutreiben, insbesondere in Szenen, in denen es um wichtige wissenschaftliche und technische Entscheidungen geht. Guinan gelang es, Pierre porträtiert einen engagierten Wissenschaftler, der zwischen ethischen Konflikten und der Entwicklung fortschrittlicher Technologie steht. Derzeit, im Alter von 73 Jahren, arbeitet Francis Guinan weiterhin in der Unterhaltungsbranche und erhält zahlreiche Auszeichnungen für seine Beiträge in Theater und Fernsehen. Rolle von Dr. Jeffrey Glassman half ihm in Knight Rider 2000, sich in einem Werk einen Namen zu machen, das sich mit technologischer Entwicklung und der Fiktion der zukünftigen Welt beschäftigt. Und da haben Sie es. Ein kurzer Überblick über die Besetzungsänderungen von The Neverending Story. Welche Entwicklung hat Sie am meisten überrascht? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen und vergiss nicht, unseren Kanal zu liken, zu teilen und zu abonnieren, um noch mehr nostalgische Inhalte zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.